Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark mit mir, dem Mr. Merp, hier auf dem Wolfsberg am Kristallsee in der Berghütte. So, genaue Lokalität ist beschrieben, damit wissen jetzt hoffentlich alle, wo wir sind. So, ja, wir sind gerade eben immer noch hier ziemlich müde und überladen und hast du nicht gesehen und überhaupt, und ich muss hier Sachen einlagern, die ich gerade eben noch nicht eingelagert habe. Dinge, die ich das letzte Mal nicht fertig machen wollte, konnte. Oh Gott, 42, wir haben 2,1 Kilo Rohrkolben. Das ist zu viel. Das ist... das ist abartig. So, Moment, die Sturmlaterne kommt da rein. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, den Wettstein. Oh, wir haben nur noch 51% hier drauf. Dann sollten wir den Wettstein definitiv noch mit uns rumtragen. Das kommt da auch noch rein. Irgendwie bezweifle ich, dass wir den Dosenöffner jetzt noch brauchen, aber ich will ihn trotzdem nicht ablegen. Wie schaut's hier aus? Fressalientechnisch ist alles gut. Unsere Klamotten sind okay. Und die Sachen hier gehen eigentlich auch noch. Ja, wir müssen jetzt damit leben, dass wir jetzt halt immer so ein bisschen über den 30 Kilo rumgammeln werden. Wir haben noch 5 Stunden. Ich möchte ehrlich gesagt nochmal ein bisschen Feuerholz sammeln gehen in der näheren Umgebung. Und dafür müssen wir jetzt natürlich ein Stückchen weiter raus. Ich rede absichtlich mal ein bisschen lauter, weil ich doch glaube, dass der Sturm ein gutes Stückchen meiner Stimme übertönen könnte. Ich hoffe, dass ihr definitiv mich versteht, was ich sage. Aber nachdem eine Beschwerde kam, einmal, dass ja der Spielsound zu leise wäre, habe ich ihn ein bisschen hochgedreht. Bis jetzt sind hier eigentlich nur kleine Ästchen. Schade eigentlich. Aber dann schauen wir mal in die Richtung. Vielleicht sehen wir da auch gleich mal was. Das machen wir ja doch schon mal einen hier auf Achse. Obwohl ich das gar nicht wollte. Und ich gehe extra jetzt mal auf eine erhöhte Position, damit wir weiter sehen können. Denn ich sehe gerne weit. Ich mag es, Dinge zu sehen, bevor sie mich sehen. Und da ist schon mal Holz. Ich habe das Holz gesehen, bevor es mich gesehen hat. Deswegen kann ich mich jetzt anpirschen und wie ein Ninja es einfach abschlachten. Grausam, wie ich bin. Uiuiui, die stecken aber ganz schön tief fest, die Dinger da. Aber das ist mir egal. Wir haben immer noch 4 Grad. Und der Zedernast wird grausam dahin gemetzelt. Gnadenlos. Und damit war es mit dem Sturm auch schon wieder vorbei. Nett. Wir sammeln das hier auch noch ganz kurz ein, sofern ich die Permission erteilt bekomme, an ihn heranzutreten. Das bekomme ich momentan noch nicht. Wir gehen nach Hause. Hat sich erledigt. Ich werde jetzt keine Medikamente für diesen Bullshit ausgeben. So viel dazu. Ich möchte jetzt einfach nur in die Haia. Hab mir wehgetan. Mein Händchen und mein Füßchen tun weh. Ganz arg und dolle. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber es war garantiert nicht angenehm. Und deshalb gehen wir jetzt einfach wieder in die Berghütte. Boah, die sieht schon geil aus. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, aber ich bezweifle, dass es so ist, wenn wir ein Feuer machen, dass oben Rauch rauskommt. Das wäre noch der absolute Abschuss. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, was soll's. So. Wir haben immerhin ein bisschen Zedernholz. Hier drin haben wir 14 Grad. Wir sind fertig wie's Brot. So. Die Welt kann mich jetzt mal. Wie viel Grad hat dieses Bett? 5 Grad Bonus. Man muss ja mal schauen, wie viel... Es hat auch 5 Grad Bonus. Also insgesamt bekommen wir hier drin einen Bonus von 15 Grad auf die Außentemperatur. Das ist, vertretbar, möchte ich mal sagen. So, wir essen jetzt nochmal was. Dass wir nicht hungrig irgendwie zu Bette fallen. Ich möchte heute Nacht definitiv auch keinen Schaden bekommen. Deswegen werden wir im Zweifelsfall auch noch hier den Tee trinken, wenn wir müssen. Es ist noch 3 Stunden Helligkeit. Gute Nacht. 10 Stunden erstmal. Ich hoffe, dass es nachts nicht zu kalt wird. Wir werden es gleich erleben. Ich hoffe, dass wir im Zweifelsfall aufwachen, bevor es zu schlimm wird. Nee, wir sind jetzt bloß hungrig. Wir haben hier drin immer noch 8 Grad. Das ist echt cool. So, wir pfeifen uns das hier noch rein.
Und das hier. Ja, 5 Stunden sollten wir jetzt noch überstehen bis zum Frühstück. Und wahrscheinlich haben wir doch ein bisschen Hungerschaden bekommen. Nee, haben wir nicht, aber wir würden jetzt bekommen. Und das möchte ich jetzt natürlich unterbinden, indem wir jetzt gleich mal so ein richtig fettiges Frühstück nehmen. Wir nehmen hier ein Frühstück aus 6 von den Dingern hier. Wasser müssen wir eigentlich demnächst mal wieder machen, aber es geht noch. Ich wünschte, wir könnten die jetzt einfach alle im Bunch essen. So, einen nach dem anderen uns reinpfeifen. Wir wollen ja heute ein bisschen aktiv sein. Nom 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 nom. Knirsch, knirsch, knirsch. Ich glaube, die Dinger gehen schon fast als Cracker durch. So, wenn ich hier oben irgendwie Chips finde, dann weiß ich, dass die Zivilisation definitiv ihren Weg hierher gefunden hat. Okay, wir sind noch ein bisschen hungrig, aber ganz im Ernst, wir haben ein Gewehr. Da unten läuft Essen rum. Ein Wolf. Ist das herrlich. Aber den will ich jetzt gerade eben noch nicht. Also wie gesagt, hier oben gehe ich jetzt dann doch wieder ganz massiv nach dem Prinzip, was nützt es mir zum Teufel? Und der Wolf, der nützt mir dann nur dann was, wenn er ein Reh reißt und ich der Meinung bin, dass es mein Reh ist und dass sein Arsch ebenfalls mir gehört. Dann nützt der Wolf mir was. Ansonsten ist der Wolf einfach nur ein Fall für die Selbstverteidigung. Und dann wird er uns auch sättigen, aber auch nur dann. Mein liebstes Ziel wäre natürlich nach wie vor ein Bär. Wenn wir einen schießen könnten, wäre das... Also ich möchte das... Ich mochte das sehr. Um mal wieder einen Reim. Wirklich wie so eine Zitrone, aus der man das letzte rauspressen will, herauszudrücken. Jetzt gucken wir mal. Diesen Ast da drüben, den habe ich gefressen. Den lasse ich erstmal in Ruhe. Der hasst uns. Deswegen lasse ich ihn jetzt einfach mal erstmal rechts liegen. Nicht links liegen, sondern nur rechts. Was noch viel gemeiner ist, als links liegen lassen. Da ist ein Kadaver. Das möchte ich mal so festhalten. Ein tierischer welcher. Und da wachsen komische Sachen. Und liegen komische Sachen rum. Können wir uns jetzt mal wieder so mal so ein Reh aus der Nähe anschauen. Wir haben minus 1 Grad. Hase rennt weg. Ich möchte auf jeden Fall auch das hier mitnehmen. Das können wir hier oben definitiv brauchen. Oh, jetzt geht alles mit dem Messer besser. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht zu viel Temperatur einbüßen. Aber egal, das klappt anscheinend. Die letzten Fleischreste. Es sind wahrscheinlich trotzdem noch ein paar Kalorien, die wir da noch gewinnen. Ah, und die Temperatur ist jetzt gestiegen. Da sitzt ein Hoppelhase. Die Hagebutten nehmen wir mit. Hier oben werden wir wahrscheinlich ansonsten Schwierigkeiten bekommen mit der Versorgung unserer selbst. Hier liegt Holz rum. Das merken wir uns, falls wir mal auf Holztour gehen. Wo kommen wir denn hier hin? Ich gehe jetzt erstmal nach oben, um so einen Überblick zu gewinnen. Oh, da drüben wachsen Bäumchen. Ich hätte natürlich jetzt auch mal Pfeil und Bogen mitnehmen können. Habe ich natürlich nicht getan, weil ich so schlau bin. Aber wir waren natürlich auch so schon gut bepackt, sage ich jetzt mal. Wäre spannend geworden. Noch mehr mitzunehmen. Im Zweifelsfall, wenn wir mit dem Gebiet hier halt durch sind, können wir auch noch woanders hingehen. Ne? Was ich sehr, sehr mag, ist die Tatsache, dass es hier jetzt tiertechnisch nicht überbevölkert ist. Das feiere ich gerade eben, ehrlich gesagt, ein bisschen. In anderen Gebieten, insbesondere was die Wölfe angeht, fand ich es ein bisschen überspitzt. Um es mal so zu sagen, wie viele von den Viechern hier rumrennen. Da ist auf jeden Fall was, wo wir uns verstecken können. Ein riesiger Holzlieferant. Zedernastiger Art. Was ist denn da? Ne, auch alles bloß Holz. Wir marschieren es jetzt halt mal ab. Also hier haben wir jetzt hier so, ich nenne es jetzt mal Wut. Weil wir hier Wut bekommen. Also unseren Schlag, sage ich jetzt mal. Wo wir nicht mal was umschlagen müssen, weil das hat schon jemand für uns getan. Im Zweifelsfall Mutter Natur.
Wo kommen wir jetzt hier hin? Wahrscheinlich wieder zurück. Ich laufe jetzt wahrscheinlich eine Schlaufe. Zurück in das Gebiet, wo wir die Flugzeugteile gesehen haben. Ich bin vor allem mal gespannt, wo wir das Seil anbringen können. Das System mit dem Seil ist ja jetzt da, aber ich gehe mal davon aus, dass wir dafür irgendwelche Ankerpunkte brauchen und nicht einfach so blind links, haha, ich gehe an den Fels und kletter halt mal, weil es Spaß macht. Ich glaube, das sind jetzt schon irgendwie vordefinierte Orte. Nehme ich mal an. Wissen tue ich es aber nicht. Das ist nämlich jetzt alles hier so ein Try-and-Error-Prinzip. So, wo sind wir denn jetzt hier? Auf jeden Fall schon wieder auf einem erhöhten... Also ich glaube, das ist der Berg, wo wir... Da ist das Flugzeug! Das Flugzeug ist da oben! Es ist auf dem Berg, Leute. Man sieht's von hier. Man kann das Flugzeug von hier sehen. Das ist da oben voll reingedonnert. Okay. Ich glaube, da oben gibt's jede Menge Leichen und jede Menge Fressalien, die einfach so eingefroren sind. Das ist momentan so meine Überlegung. Boah, geil. Guckt euch das mal an. Das ist komplett hier aufgerissen. Man sieht das Heck noch. Die hintere Hälfte ist da oben auf dem Berg. Die Frage stellt sich jetzt für mich natürlich, ob es eine vordere Hälfte noch gibt. Oh, ist das steil. Und das wird Spaß machen, hier runter zu gehen. Schau mal grad. Ja, das sind die anderen Bruchstücke des Flugzeugs. Okay, dann weiß ich jetzt grob, wo wir sind. Da drüben ist der Fluss. Es stellt sich für mich nur die Frage, komme ich hier runter, ohne mir den Hals zu brechen? Ich würde behaupten, ja. Aber es gibt keine Garantie, dass ich mir nicht wieder das Handgelenk verstauche. Hihihi. Oder den Knöchel. Naja, diesmal kommen wir anscheinend ganz, ganz gut runter. Also gehen wir mal in die Richtung. So querfeld ein Richtung dieses komischen, nennen wir es mal, Flussbettes. Entschuldigung, muss kurz mal räuspern. Links und rechts sehen Sie, meine Damen und Herren, ebenfalls noch eine breite Auswahl an Hölzern, die Sie verfeuern können, falls es notwendig sein sollte. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man wirklich diesen Weg hier folgt, dann kommt man relativ leicht zum ersten Haus, ansonsten ist man hier oben ja total aufgeschmissen. Also, das finde ich schon sehr, sehr sozial, dass sie wenigstens eine gute Station hier gleich mal hingesetzt haben, mit der du dann arbeiten kannst. Es ist nicht zu fassen. Nein, ich werde jetzt noch nichts einnehmen. Ich werde erst was einnehmen, wenn es nötig ist. Ich wette, wir verstauchen uns gleich nochmal das Handgelenk und dann haben wir keine Medikamente mehr und das kann mich jetzt mal kreuzweise. Zweifelsfall haben wir nämlich immer noch das hier. Wir sind schwer bewaffnet mit einer Magnesiumfackel. Das ist jetzt hier sozusagen meine Primärwaffe. Nachdem ich mit Malte Torben diese Kiste durchgemacht habe, glaube ich, kann mich nichts mehr schrecken. Das Einzige, was mich noch schrecken könnte, wären zwei Bären von jeweils von einer Seite, so von links und von rechts, und ich komme nicht mehr raus. Dann wüsste ich, es ist vorbei. Aber, das wird hoffentlich niemals passieren. Da drüben liegt auch nochmal ein Stückchen Flugzeug. Da müssen wir, glaube ich, irgendwann mal nach rechts hinüber. Ich gehe trotzdem mal jetzt in diese Richtung, einfach nur aus Neugier. Ich möchte wissen, ob da was ist. Und ich frage mich auch, ob es auch in diesem Gebiet einen Bunker gibt, aber ich glaube, nein. Ich gehe mal davon aus, das hätten die durchaus verraten, wenn dem so wäre. Da geht's wahrscheinlich auch hoch. Hallo. Also, rehtechnisch ist es hier auch eher so Schmalhans Küchenmeister. Keine Regung mal wieder. Oh Gott, wir sind schon wieder hungrig, dass es kracht. Ja gut, das ist viele Rumgeklettere halt, ne? Ah, das ist eklig, wenn man hungrig ist. Naja, wir halten das schon noch eine Weile durch. Wir haben ja ein bisschen Fleisch dabei, das können wir im Zweifelsfall braten.
Und wenn wir Glück haben, finden wir noch irgendwas. Und so weit von zu Hause weg sind wir jetzt auch nicht. Das Gebiet hier ist momentan an der Stelle noch ein bisschen überschaubarer. Überschaubarer, als ich erst gedacht habe. Aber weiß der Geier, ob das da jetzt hier nicht gleich noch Untiefen aufweist, die mir die Ohren schlackern lassen. Ich gehe davon aus, weil das ist hier so zerklüftet, das kann, weiß der Geier noch, wie weit weitergehen. Erstmal hier wieder mal Übersicht gewinnen. Hier ist wieder so ein kleines Versteck. Da drüben läuft ein Wolf rum. Hm. Ist da unten irgendwas von Wert? Dass es lohnbar machen würde, sich mit diesem Wolf anzulegen? Ich glaube, nein. Ich habe nicht den Eindruck. Da ist bloß jede Menge Holz. Und der Wolf kommt ungefähr in unsere Richtung, was ich jetzt eher so suboptimal finde. Weshalb wir jetzt mal in diese Richtung gehen werden. Auf gut Glück sozusagen. Gehen wir einfach mal in diese Richtung. Es sieht zumindest nach einem Pfad aus. Und mehr als einen Pfad brauchen wir momentan nicht. Schalala. Oh, verklickt. So, genau, da wäre jetzt auch noch ein bisschen Holz. Das könnten wir jetzt sogar noch ein bisschen einsammeln. Ich glaube, das sollten wir auch tun, dass wir jetzt gleich mal hier einfach mal eine Runde Feuerholz haben. Zedernast. Ja, die Axt, die hat schon bessere Zeiten jetzt gesehen. Einmal. Nein, ich will das nicht anzünden. Irgendwo jetzt hier eine gute Stelle finden. Das wäre momentan cool. Wie wäre es mit da oben links? Huch. Geht's ja auch elendig hoch. Frage ist, kann man da ganz hoch? Das ist die einzige Frage, die jetzt gerade entscheidet. Und wenn ja, was finden wir da oben? Pilze. Wir finden definitiv schon mal Pilze und Holz. Ich habe so das Gefühl, dass die jetzt hier so Themengebiete eingeführt haben. Wo halt so Pilze wachsen und Themengebiete, wo du Holz findest und so. Ja, wir sind hoch oben. Und ich glaube, das geht auch noch höher. Also nicht hier, aber in dem Gebiet. Hey, da geht's ja weiter. Kommt da eine Höhle vielleicht? Jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Das sieht ja so einladend aus. Geht hier auch noch weiter. Ich guck nur mal ganz, ganz kurz, ob man da sich irgendwie hochschlawinern kann. Es wäre nicht The Long Dark, wenn das nicht ginge. Das Problem ist bloß, man muss echt aufpassen. Wenn man Pech hat, endet halt plötzlich die Welt, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so gedacht ist, dass ich jetzt hier oben bin, aber ich konnte mich hochschlawinern. Ich werde da jetzt nicht runterspringen, weil ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, dass ich da jemals wieder rauskomme. Also, liebe Hinterland-Leute, falls man da nicht hochgehen soll, macht mir den Schild hin oder sorgt dafür, dass man es nicht kann. Weil so Spezialisten wie ich schaffen das ansonsten. Ein abgelegenes Örtchen hier. Ah, hier sind wir. Cool. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, von hinten nochmal an dieses komische Tragflächenteil, an die komische, wie heißt es? Oh Gott, ich habe vergessen, wie das heißt. Die Räder vom Flugzeug halt. Das Laufwerk. Das Flugzeuglaufwerk. Oder Fahrwerk. Ich glaube, Fahrwerk ist der richtige Ausdruck. Okay, dann haben wir immerhin schon mal so ein grobes Bild von der Karte und ich werde jetzt hier mal zwischen den Episoden ein Feuerchen machen. Im Idealfall in einem etwas windsicheren, ja, Gebiet. Denn sonst ist es mit dem Feuermachen in so ein bisschen mau. Und ich sage, ciao. Tschüss und ade.